Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte mal wieder ein bisschen Wald-Kurzwissen machen. Und zwar zum Thema Destillation, also so ein bisschen Survival-Kurzwissen quasi. Destillation ist dahingehend eine sehr wichtige Technik der Wasseraufbereitung, weil man damit wirklich nahezu alles aufbereiten kann. Es gibt noch ein paar Ausnahmen und das ist jetzt der Grund eben für dieses Video, aber fast alles. Also nichts ist besser, also innerhalb der Survival-Methoden, ne? Ein ganzes Klärwerk, das wäre schon noch besser, aber von dem, was man mitnehmen kann, ist tatsächlich Destillation die beste Methode, um wirklich aus nahezu jeder Kackbrühe Trinkwasser zu machen. So, und jetzt könnt ihr euch ein beliebiges Survival-Buch schnappen, völlig egal welches. Es steht so ziemlich in jedem in irgendeiner Form kurz beschrieben, wie man Wasser destilliert. Diese Methoden, die da genannt werden, haben gemeinsam, das möchte ich ganz kurz erzählen, dass man ein Gefäß braucht und dann erhitzt man das Wasser in seinem Gefäß und der Dampf steigt auf. Oder man hat ein Loch, das wasserdicht ist, mit Laub zum Beispiel ausgelegt, das besonders große Laubblätter und so weiter und so fort. Und da schmeißt man dann im Feuer erhitzte Steine rein in die Kuhle, in der das Wasser dann drin ist. Und das Wasser erhitzt sich dann durch die Hitze von den Steinen. So, auch dann steigt entsprechend Dampf auf. So, nächster Schritt, egal bei welcher Methode, den Dampf muss man mit irgendwas auffangen. Was man immer dabei hat und was demzufolge für Survival-Zwecke im Hinterkopf dümpeln sollte, Kleidung. Hat man immer dabei, kann man immer Dampf mit auffangen. Ist ziemlich uneffizient, man müsste die dann halt jedes Mal, wenn sie einigermaßen feucht ist, auswringen und bekommt dann jedes Mal ein paar Tröpfchen Wasser. Ist also für den Verdurstenden durchaus eine große Erleichterung, für alle anderen, naja, bringt es jetzt nicht so wirklich. Eine andere mögliche Auffangmethode fürs Wasser, abgesehen von Kleidung, wäre zum Beispiel eine Rettungsdecke. Dass man einfach eine Rettungsdecke als Schrägdach im einfachsten Fall, das kann wirklich jeder bauen, inklusive mir, über den entsprechenden dampfenden Kessel oder das dampfende Loch entsprechend hängt und dann läuft das Wasser da. Also man schränkt so leicht schräg das ein Zipfel, der tiefste Punkt des Ganzen ist und über den tiefsten Punkt, die unterste Ecke, läuft dann das Wasser letztendlich runter, nachdem es an der Rettungsdecke kondensiert ist und da hat man dann hoffentlich nochmal ein anderes Gefäß hingestellt oder eine zweite Kuhle gegraben, die man wasserdicht ausgelegt hat. Und da sammelt sich dann halt eben entsprechend das Kondensat. Und das kann man dann auch wieder, naja, eigentlich dann direkt trinken. So. So viel also zur technischen Umsetzung, gibt noch diverse andere Möglichkeiten, aber das ist wirklich was für Leute, die sowas auch bauen können, die da eben entsprechend das dann auch hoffentlich daheim geübt haben, jetzt in einer Notsituation plötzlich mit sowas anfangen, wird wahrscheinlich dann eben entsprechend schwierig sein. Gut, so viel eben zum Vorgang. Was jetzt besonders wichtig ist zu wissen zur Destillation, steht nicht in jedem Survival-Buch, nämlich ist es so, dass durch die Hitze werden schon mal Bakterien getötet. Viren auch. Protozoen auch. So, was ist jetzt noch potenziell drin im Wasser? Geplatzte Cyanobakterien, also Gift aus geplatzten Cyanobakterien. Sonstiges Gift aus irgendwelchen chemischen Verunreinigungen. Mögliche Schwermetalle, die sich aus irgendwelchen Gründen in der momentanen Region, in der man sich befindet, tatsächlich angereichert haben. Sowas ist sehr selten, kann aber theoretisch sein. So, und all dieses Zeug kriegt man jetzt durch den Kochvorgang per se nicht raus, beziehungsweise nicht tot, weil es lebt ja gar nicht. Was aber geht, ist eben, dass das Wasser allein abdampft und allein kondensiert und das Resultat, das Kondensat, dann reines Wasser ist. Das funktioniert aber nur dann, wenn die anderen Sachen, die im Wasser drin sind und das Wasser selber unterschiedliche Siedepunkte haben. Soll heißen, haben wir in unserem Wasser ein Gift drin oder eine Chemikalie, die einen niedrigeren Siedepunkt hat als Wasser, dann wird die zuerst verdampfen. Wenn wir also unser Wasser zum Kochen bringen und in dem Moment anfangen, den Wasserdampf aufzufangen, kann es sein, dass da dann eben halt auch noch Dampf unserer Chemikalie, die wir raushaben wollen, drin ist. Das können wir vorher nicht feststellen, deshalb müssen wir ein bisschen Dampf oder halt eben durchaus ein bisschen viel Dampf, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, erstmal entweichen lassen, ohne den irgendwie aufzufangen, weil da halt eben auch die Stoffe drin sind, die einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser haben. Erst nachdem wir uns dann hoffentlich sicher sind, dass die jetzt inzwischen rausgedampft sind, ich kann da keine Empfehlung machen, aber ich würde sagen, 10 Minuten kochen kann nicht schaden in diesem Zusammenhang. 10 Minuten dampfen sozusagen. Dann haben wir nur noch in Sachen Dampf
Wasser, was da entsprechend aufsteigt. Allerdings kann es jetzt sein, wenn wir nur noch wenig Wasser im Topf haben, dass dann die Konzentration der Stoffe, beziehungsweise der Gifte, sagen wir jetzt einfach mal, die jetzt noch im Topf zurückbleiben und eigentlich einen höheren Siedepunkt als Wasser, also mehr als 100 Grad haben, auch anfangen zu verdampfen. Weil das, was im Topf zurückbleibt, gar nicht mehr viel Wasser enthält, sondern überwiegend eben dieses andere Zeug. Und dieses andere Zeug kann als Flüssigkeit unter Umständen heißer werden als 100 Grad, also als Wasser, und dann doch seinen Siedepunkt erreichen und dann doch eben entsprechend als Gas entweichen. Beispiel Öl. Ne? Wenn man Öl heiß macht, das kann sehr wohl sehr heißer werden als 100 Grad, wissen wir alle. Und wäre jetzt zum Beispiel irgendein Öl, das gesundheitsschädlich ist in unserem Wasser, das meiste Wasser ist schon verdampft, wir kochen aber fröhlich weiter oder wir haben unseren Topf da einfach hingestellt und ignorieren den jetzt und gehen auf die Jagd von mir aus und lassen das einfach fröhlich weiter vor sich hin kondensieren, dann kriegen wir irgendwann möglicherweise dann halt auch wieder das Gift, was eigentlich einen höheren Siedepunkt hat, in Form von Dampf, auch in unserem Gefäß, wo unser kondensiertes Wasser, also unser destilliertes Wasser drin ist. Und damit ist all unser destilliertes Wasser auch schon wieder im Eimer. Ne? Also das muss man beachten. Das erste Wasser nicht auffangen, das letzte Wasser nicht auffangen, nur das Wasser dazwischen sozusagen auffangen. Das Problem ist jetzt, damit wir unser Wasser erstmal 10 Minuten kochen lassen können und damit wir hinterher noch genügend Wasser im Topf haben, um sicher zu sein, dass wirklich nur Wasser von uns aufgefangen wurde, brauchen wir ein groß genuges Gefäß. Das muss ja eine Weile kochen insgesamt. Und wenn wir jetzt nur eine winzige Tasse haben, dann müssen wir erstmal das Ding 10 Minuten kochen lassen. Dann ist die Tasse schon halb leer. Dann können wir noch eine Vierteltasse vielleicht auffangen als Kondensat. Und bei der letzten Vierteltasse müssten wir es schon wieder drin lassen, weil wir nicht sicher sind, ob dann nicht eventuell schon wieder irgendwelche schwer verdampfbaren Substanzen verdampfen. Damit ist also die Ausbeute bei nur kleinen Gefäßen durch sehr sichere Destillation enorm gering. Und das sollte man auf jeden Fall wissen, wenn man darüber nachdenkt, mit Destillation sein Wasser aufzubereiten. Also es geht und es holt wirklich alles raus, es sei denn, es gäbe ein Gift, das exakt 100 Grad Siedepunkt hat, also exakt denselben wie Wasser, dann wäre es theoretisch nicht möglich, das dann noch rauszuholen. Dieses Risiko müssen wir halt einfach eingehen. Technisch ist so ein Gift durchaus denkbar, aber alles andere haben wir rausgeholt, nur halt eben mit einer sehr, sehr, sehr miserablen Ausbeute, es sei denn, wir haben wirklich aus irgendwelchen Gründen ein großes, großes Gefäß. Dann geht es einigermaßen gut. Und dann müssen wir auch noch ein entsprechendes Feuer drunter machen. Das ist auch nochmal wichtig. So zum Schluss, bevor mein Licht hier ausgeht. Großes Feuer muss man auch haben. Braucht man Brennstoff. Also auch das ist nochmal wichtig für Destillation. Viel Energie erforderlich. So, und damit Schluss, weil Kurzwissen sollte auf jeden Fall unter 10 Minuten bleiben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Mein Licht ist aus. Ich gehe nach Haus. Tschüss.